Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Rohstoffe aus China mit hohem Zwangsarbeitsrisiko, Bewährungstest oder Überforderung für das Lieferkettengesetz. Diese Veranstaltung wurde organisiert im Rahmen der vierten alternativen Rohstoffwoche, die wie ihrerseits organisiert wird von dem Arbeitskreis Rohstoffe und Powershift. Mein Name ist Hanno Schädler, ich arbeite für die Gesellschaft für bedrohte Völker und ich bin sehr froh, dass wir heute zwei Menschen für dieses Gespräch gewinnen konnten, die sehr viel zu sagen haben. Der eine, Askar Can, ist der Vorsitzende der Ostturkestanischen Union, der uigurischen Gemeinde in Europa. Und der andere ist Henrik Steinert. Er arbeitet für die Firma Solidarstrom und kennt sich sehr gut aus mit dem Thema uigurische Zwangsarbeit in der chinesischen Solarindustrie. Wir haben uns das so vorgestellt, dass erstmal Askar Can ungefähr 10 Minuten etwas euch und Ihnen erzählen wird über die Situation der Uigurinnen und Uiguren in Xinjiang, Ostturkestan, im Nordwesten von China. Und darauf wird dann Henrik Steinert eine Präsentation halten, wo er die Risiken von Zwangsarbeit in der chinesischen Solarindustrie thematisiert. Und dann gibt es ein Gespräch und am Ende habt ihr noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde jetzt erstmal das Wort an Askar Can geben, uns ein bisschen eine Einführung zu geben für diejenigen, die sich vielleicht für das Thema alternative Rohstoffe interessieren, aber bis jetzt noch nicht so viel über das Thema Menschenrechtslage der Uiguren gehört haben. Askar, bitte. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich auch, dass wir zusammen hier gekommen sind, um die Lage der Uiguren zu sprechen und welche Alternativen gibt es. Also, unser Land wurde 1949 von China besetzt, also vor 73 Jahren. Seit 73 Jahren herrscht Verfolgung, Unterdrückung. Aber das in den letzten 10 Jahren hat also die Unterdrückung so gestiegen, so stark geworden, dass man jetzt schon mittlerweile von einem Völkermord redet. Uiguren sind nach chinesischen Angaben 12,8 Millionen und unsere Landfläche ist 1,8 Millionen Quadratkilometer. Also das ist so fünfmal so groß wie Deutschland. Unsere grundlegenden Menschenrechte, die sind alle eingeschränkt. Zum Beispiel, wir können unsere Muttersprache, Uigurisch, nicht sprechen. Wir können das weder also schriftlich noch als Sprache anwenden, obwohl nach chinesischer Verfassung, also wir sind ja ein autonomes Gebiet nach chinesischer Verfassung, und obwohl das nach chinesischer Verfassung uns zusteht, dass in unserem Gebiet, wir nennen Ostturkestan, China hat das Xinjiang gesagt, Xinjiang heißt auch neue Grenze, neu gewonnenes Land. Also in autonomes Gebiet sollte unsere Sprache und Schrift als Amtssprache parallel mit Chinesisch angewendet werden. Aber das steht nur auf dem Papier, das ist nicht der Fall. Auch genauso in anderen Bereichen, zum Beispiel Ressourcen von unserer Heimat sollte genauso auch für die Einheimische eingesetzt werden. Leider, das ist auch nicht der Fall. Das heißt also, wir werden ausgebeutet, wir werden verfolgt, wir werden interniert. Und in den letzten Jahren, besonders nach der Amtsübernahme von Xi Jinping, ist also die Unterdrückung so gestiegen, dass man also mit dem, was wir also mit dem Bericht von UNO am 31. August schon mitbekommen haben, dass man China ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Das ist also das, was im UNO-Menschenrechtsbericht steht. Aber die Lage, die Uiguren, ist das viel, viel schlimmer, was man dort beschrieben hat oder viel, viel schlimmer, die Punkte, die dort angesprochen wurde. Wir haben so viele Belege, dass man schon sagen kann, dass es ein Völkermord ist. Wenn man also jetzt über die
China Cable, die 2. November 2019 veröffentlicht wurde, was wir dort alles also lesen können, wurde ja geprüft, die sind originale Dokumente, das ist also keine Fälschung, das ist war eine von den großen Beweisen. Und zweiter Beweis ist das, dass wir auf der Welt 11 Augenzeuginnen haben, die in dieser Internierungslager waren und jetzt zum Teil in Europa, zum Teil in USA leben. Die haben also alle unterdrücken, wie man jetzt in Medien liest, in ihrem eigenen Leib erfahren. Und dritte große Belege ist das dann, was dieser im Mai öffentlich gewordene China Policy File. Also da hat ja man auch, also kann man also alles lesen, wie Uiguren unterdrückt werden, wie sie willkürlich festgenommen werden, wie sie im Gefängnis sind und Internierungslager gefoltert werden, sogar Frauen vergewaltigt werden. Und der vierte große Beweis ist das natürlich der Menschenrechtsbericht von UNO. Und selbst das hat ja China als eine Lüge bezeichnet. Also für China ist das alles Lüge, wenn man China kritisiert, wenn man China vorwirft, dass sie Menschenrechte beachten soll, dass China Rechte anderer Nationalitäten, also Uiguren, Kasachen, Kirgisen, Tibeter, berücksichtigen soll. Nein, das ist eine Lüge. Die chinesische Regierung versucht, seine Weltordnung, also diese unhumanische, unmenschliche Weltordnung, uns diktieren und nach außen transportieren. Meine Damen und Herren, es gibt nach chinesischen Angaben, China hat das sogar so stolz angegeben, dass jährlich von 2014 bis 2019 1,3 Millionen Uiguren ausgebildet sind. Also China nennt ja diese Internierungslager auch Ausbildungsstätte. Also so Ausbildungsstätte. Also nach chinesischen Angaben wurden jährlich 1,3 Millionen Uiguren. Das heißt also, wenn man das also hochrechnet, also von 2014 bis jetzt, dann wurden über 10 Millionen Uiguren interniert. Wenn China sagt, Uiguren sind 12,8 Millionen, das heißt dann 90% von ganzen Bevölkerung sind durch diese Internierung durchgegangen. Dort wurden sie gefoltert, dort wurden sie dazu gezwungen, ihre Identität abzuerkennen. Und ich hatte Möglichkeit, mit den Augenzeuginnen immer wieder zusammenzukommen. Ich habe letztes Jahr 2 Wochen lang mit 2 Augenzeuginnen in 10 deutsche Städte Vorträge gehalten und die haben erzählt, was auf sie zugekommen sind, in welche Bedingungen sie dort gelebt haben oder wie die Leute, die da sind, gefoltert werden, dass sie vergewaltigt werden. Und jetzt kurz letzte Woche war ich also von 26. September bis 30. September wieder mit 2 Augenzeuginnen in der Schweiz unterwegs. Das war wieder eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und die haben die Sachen erzählt, für die Leute, die in Europa leben, vielleicht nicht nachvollziehbar sind. Vielleicht sagen sie, gibt es im 21. Jahrhundert wirklich so ein grausames System? Also im 21. Jahrhundert passiert wieder das, was man mal gesagt hat, nie wieder. Ja, das passiert. Das passiert, weil wir sprechen von einem System, der also für die Menschenwürde nichts bedeutet. Also für sie ist das also, Mensch ist kein Begriff. Um ihre Ziele zu erreichen, versucht mit allen Mitteln ein ganzes Volk auszulöschen.
Das ist also, was ich erzähle, nicht gegen eine bestimmte Gruppe oder gegen eine marginale Gruppe, sondern gegen das ganze Volk. China will im Nordwesten, also in Osttürkistan, will das ganze Volk mundtot machen, weil es hat viele natürlich Gründe. Einmal, China weiß ganz genau, dass China selbst eine Besatzungsmacht ist. Und die Besatzungsmächte versuchen ja immer, also die Bevölkerung dort also stillschweigend stabilisieren und versuchen ja assimilieren. Und das macht China jetzt seit 73 Jahren. Da werden die Kinder, über 500, also nach unserem Wissen sind über 500 Kinder, also minderjährige Kinder, sind gegen ihren Willen von ihren Eltern entfernt worden. Und die werden in sogenannte Internate umerzogen. Also was heißt umerzogen? Da werden sie chinesiert. Sie dürfen ihre Sprache nicht sprechen, ihre Kultur nicht pflegen. Sie sind von ihren Eltern, von Hause weg. Dort müssen sie Chinesisch lernen. Dort werden sie dazu gezwungen, also chinesische Lieder zu lernen. Und Population, also als China uns besetzte, war die Anzahl von Chinesen 2,5% zum Anzahl der Uiguren prozentual. Und jetzt ist es wieder nach chinesischen Angaben 47%. Also offiziell chinesische Angabe, also von 2,5 auf 47% gestiegen. Aber nach unseren Schätzungen sind die schon längst über 50%. Zum Beispiel in Urumqi, Hauptstadt von diesem Region, war, als sie besetzten, war 15% Chinesen, 85% Uiguren. Jetzt ist das fast 90% Chinesen. Also in Urumqi einen Uigure zu suchen, ist das so, als ob man in einer verlorenen Oase nach Wasser sucht. Und ein Zusammenleben, wie die chinesische Regierung behauptet, ist nicht möglich. Jetzt bei jeder uigurischen Familie wird ein uigurischer Beamter untergebracht. Also stellen Sie vor, einfach ein Fremder kommt bei einer Familie, sagt also, ich bin Mitglied dieser Familie, ich werde hier schlafen, ich werde hier essen, ich werde mit euch zusammenleben. Das wird auch im Fernseher, wird das als ein harmonisches Leben, wird das dafür Werbung gemacht. Die sind eigentlich Beamte von chinesischer Regierung, die alles protokollieren, was in dieser Familie vorgeht und worüber sie sprechen, was sie denken. Stellen Sie vor, also da gibt es keine Privatsphäre, es gibt keine Möglichkeit. Und im ganzen Land, also wenn im Internierungslager, im Gefängnissen, außerhalb der Internierungslager und Gefängnissen ist auch die Lage auch nicht viel besser. Man redet schon von einem offenen Gefängnis, weil man Schritt für Schritt überwacht wird. Jeder Uigure muss eine App in Handys montieren, werden sie gezwungen. Und durch diese App werden Uiguren Schritt für Schritt überwacht. Man weiß, Regierung weiß, wohin sie gehen, was sie reden, mit wem sie reden. Also die Lage ist wirklich so, so schlimm, dass man das also mit Wörtern oder mit nur Menschenrechtsverletzungen nicht mehr beschreiben kann. Das ist keine Menschenrechtsverletzung, sondern viel, viel darüber. Das muss man dann denken, dass die China nicht nur für Uiguren eine Gefahr ist. Jetzt ist China eigentlich Gefahr für die ganze Menschlichkeit. Gefahr für Hongkong, Gefahr für Taiwan. In Hongkong ist ja Demokratie auch erdrosselt. Jetzt also das passiert, was die Zentralregierung sagt. Und chinesischer Präsident hat ja gesagt, wenn es sein muss, werden wir Taiwan auch mit Gewalt annektieren.
Also wir reden von so einem unhumanen System, von einem Diktator, der die Weltordnung ändern will, die die Weltordnung nach ihrem Geschmack führen will. Und deshalb sage ich, jetzt sollte die Welt nicht mehr also nur mit leeren Wörtern protestieren, sondern wirklich starke Aktien zeichnen, wie sie im Fall Ukraine gemacht haben. Also jetzt ganz kurz so viel. Vielen Dank. Vielen Dank, Askar. Ich weiß, es gibt noch viel mehr zu sagen, aber wir werden da später auf jeden Fall nochmal auch über andere Details der Menschenrechtslage eingehen und auch darüber, was, wie sich deutsche Firmen, wenn ihr oder wir gemeinsam sie angesprochen haben, wie sie sich bis jetzt verhalten haben, wie zum Beispiel Siemens. Aber ich würde jetzt erstmal Henrik Steinert das Wort geben, der uns einen Einblick in die chinesische Solarindustrie und das Problem, die Herausforderung der uigurischen Zwangsarbeit darin geben wird. Henrik, bitte. Ja, vielen Dank. Genau, da würde ich jetzt dran anschließen, an den Beitrag von Askar. Genau, würde ein bisschen was zur Gesamtlage erzählen. Ich würde erstmal meinen Bildschirm eben teilen, dass ihr die Präsentation dazu seht, die ich angefertigt habe, weil das ist ein bisschen einfacher, sich so ein bisschen daran zu hangeln. Genau, so. Ich würde einmal Bescheid sagen, kann man die erste Seite sehen? Ja, sieht gut aus. Genau, ja, das die Leute, die sich mit dem Thema Uiguren oder Zwangsarbeit beschäftigt haben, sehen, kennen vielleicht das Bild auch schon der blauen Maske mit der uigurischen Fahne, die so ein bisschen an die türkische Fahne erinnert und eben der Hand mit der Flagge der Volksrepublik China. Ich habe es auch deshalb gewählt, weil es, glaube ich, tatsächlich sehr gut nochmal symbolisiert, worum es eigentlich geht. Ja, erstmal zu mir. Ich bin Henrik Steinert. Ich bin aktiv beim Bremer Solidarstrom, mittlerweile auch Mitarbeiter. Also das heißt, der Bremer Solidarstrom ist eigentlich ein Verein. Wir haben aber vor ein bis zwei Jahren Schritt um Schritt daraus eine Firma entwickelt, weil wir eben Solarmodule vertreiben wollten, weil wir Selbstbauanlagen machen wollen. Das heißt, dass wir mit den Leuten, die tatsächlich eine Solaranlage haben wollen, aufs Dach gehen und dort eben die Anlage bauen und in Betrieb nehmen. Und weil es Klimaschutz, weil es auch eine demokratischeres Wirtschaften am Herzen liegt und weil wir natürlich auch gucken wollten, wie beschaffen wir Material vernünftig. Das war von Anfang an eine Frage, was ein komplexes Thema ist. Aber gerade im Bereich Solar, bei mir ist es so, ich habe Energietechnik studiert, bin Ingenieur vom Haus aus, also schon immer viel gemacht zum Bereich Solar oder erneuerbare Energien. Mich aber auch immer schon sehr für die Menschenrechtslage in China und die massiven Probleme, also gerade Tibet, aber eben auch aus Turkestan interessiert. Von daher hat sich das recht gut zusammengefunden. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Da seht ihr mich nochmal im Einsatz links, daneben mein Kollege Christian. Keine Sorge, ich mache jetzt auch keine Werbung. Wir haben tatsächlich mittlerweile eine Warteliste für Balkonmodule von einem halben Jahr. Also die Nachfrage ist da sehr gut gegeben. Gerade seit dem Krieg in der Ukraine ist eine enorme Anfrage von Balkonmodulen, auch von Selbstbauanlagen. Genau, aber wie gesagt, unser Konzept hat sich eigentlich in recht schneller Zeit da ganz gut bewährt. Ja, Klimaschutz braucht man, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen habe ich gedacht, so eine Grafik erklärt eigentlich ganz gut, wohin es gehen soll. Die ist jetzt schon tatsächlich von vor zwei Jahren, die Grafik. Deswegen sind die Ziele der Bundesregierung, wie ihr sie seht, nicht mehr ganz aktuell. Ich habe es jetzt nochmal aktualisiert rechts. Also in Bezug auf den CO2-Ausstoß, ne? -65% bis 2030, also noch 8 Jahre. Und bis 2040 -88%. Wenn man sich mal den Pfad des Pariser Klimaschutzabkommen ansieht, dann bräuchte man eigentlich aber noch mehr. Also das heißt, ob wir die Ziele einhalten, ist schon fraglich, wenn man sich den Trend anguckt. Und das Pariser Klimaabkommen fordert eigentlich noch größere Reduktionen. Fridays for Future ist das ja sehr prominent gemacht. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was auf uns zukommt und wo die Zeit auch sehr drängt. Henrik, ganz kurz, man sieht weiterhin bei uns nur die erste Folie, Schattenseiten der Sonnenenergie. Ach so, wieso das denn? Das irritiert mich, ich bin eigentlich runtergegangen. Danke schon mal an unsere Zuschauerinnen für den Hinweis. Ach so, aber bei euch auch? Das wundert mich eigentlich. Gerade hat es ja geklappt mit dem Runterklappen, ne? Also jetzt seht ihr immer noch die erste? Ja, erste Seite sehen wir immer noch. Okay, dann muss ich das noch einmal
Dann wundert mich das, woran das liegt. Aber dann gucken wir noch einmal. Ja, gut, das macht nichts, kriegen wir hin. Das ist. So, seht ihr jetzt die Folie mit Christian und mir? Genau. Okay, ich hoffe, dass es jetzt geht. Wir machen mittlerweile tatsächlich auch vom Solidarstrom-Infoabend, da klappt es eigentlich immer so, deswegen, aber gut. Jetzt, das ist die Seite mit dem Klimaschutzzielen. Sieht man die jetzt? Nee. Ja, immer also noch. Man sieht die zweite, immer noch mit dir und deinem Kollegen. Ach Mann, wieso ist das dann so? Das, ja, da müssen. Komisch, das ist immer so, wenn man es vorher probiert, dann klappt es. Ja, ja. Kannst du irgendwie, ich weiß nicht, die Vollbildfunktion, bringt die vielleicht was? Das wurde das empfohlen. Ach so, hattest du gemacht, ja. Gucken wir es noch einmal durch, sonst müssen wir so ein bisschen improvisieren. Also man sieht nicht, dass ich immer die Folien springe. Nee, man sieht weiter, jetzt sieht man wieder die erste Folie, Schattenseiten der Sonnenenergie. Das ist echt merkwürdig, wieso ist das dann auf einmal so? Aber wenn ich jetzt so bin, sieht man das dann? Jetzt sieht man die zweite mit dir und einem Kollegen. Gut, dann machen wir das tatsächlich jetzt so. Das ist zwar eigentlich ein bisschen umständlich, aber dann machen wir es so, warum auch immer. Dann zeigt dein Vollbildmodus nicht an. Normalerweise hat es immer funktioniert. Genau, das sind mein Kollege und ich. Das ist die Grafik zu den Klimaschutzzielen. Da seht ihr nochmal Pariser Klimaschutzabkommen. Tatsächlich fordert eigentlich noch mehr. Der Trend ist immer noch zu wenig. Und die Ziele der Bundesregierung, die jetzt ein bisschen angehoben worden sind nach der neuen Wahl, ja, sind ambitioniert, aber eigentlich auch noch zu wenig. Das heißt, wir brauchen tatsächlich mehr Klimaschutz und da sind natürlich die erneuerbaren Energien einer, nicht der einzige, aber einer der Schlüssel zu. Warum haben wir uns für das Thema Photovoltaik beim Solidarstrom entschieden? Gut, wir haben auch prinzipiell erstmal nichts gegen Windkraft oder gegen andere, aber Photovoltaik hat einen sehr dezentralen Charakter, ne? Es hat einen sehr demokratischen Charakter, weil tatsächlich auch viele, auch Menschen mit wenig Geld, sich ein Balkonmodul anschaffen können. Das ist natürlich bei Windenergieanlagen zum Beispiel ganz anders. Und das ist auch ein Grund, gerade weil eben die Photovoltaik nicht so, oder Solarenergie, nicht so stark ins Landschaftsbild eingreift, wie jetzt zum Beispiel ein Windpark oder auch ein Wasserkraftwerk, ist die Akzeptanz immer sehr hoch. Also das merkt man gerade in Umfragen, Solar hat eigentlich einen recht guten Ruf. Und das ist energetisch gesehen auch gar nicht so weit zu Unrecht. Aber wie man sich vorstellen kann, Solarmodule stehen ja auch nicht aus dem Nichts. Und gerade das Silizium in den Solarmodulen, also der Hauptstoff, der Halbleiter, aus dem sozusagen diese Solarmodule bestehen, der muss ja auch erst gewonnen werden, neben den anderen Materialien. Und da stößt man natürlich auf Probleme. Was macht man? Wo bezieht man die Rohstoffe? Bei den Fossilen kennt man das. Hier eine Karikatur zum Thema Erdöl, wo immer auch die Frage ist, na gut, bei welchen Lieferantenländern bezieht man das denn? Also der Iran war da sehr lange auch aus britischen Gründen raus. Aber gut, Saudi-Arabien zum Beispiel als Öllieferant ist auch schwierig. So ein bisschen ein Dilemma, was jetzt aufgrund des Kriegs Russlands eben wieder aufgekommen ist mit Katar, wo man sagt, na gut, jetzt beschaffen wir irgendwie Erdöl oder Erdgas viel mehr aus Katar. Menschenrechtslage gegenüber Russland ist natürlich da auch so eine Sache. Also das heißt, es ist tatsächlich eine Herausforderung zu gucken, wie man so eine Beschaffung gerade von Elektromaterialien, die eben ja, häufig um die halbe Welt fahren, sozial, ökologisch, menschenrechtlich vernünftig macht. Und China ist deswegen natürlich das Thema von heute, was Solar angeht, Solartechnik angeht, auch andere erneuerbare Technik angeht, ein Schlüsselland tatsächlich. Wenn man sich anguckt, die 10 größten Hersteller von Solarmodulen, sehen wir 8 aus China. Also gerade Jinko, Ya, Trina sind sehr, sehr bekannte Unternehmen, Longi, auch Canadian Solar zum Beispiel, die heißen zwar so, ist aber eigentlich auch ein chinesischer Hersteller. Die sind sehr, sehr, sehr weit vertreten. Die einzigen beiden, die tatsächlich, die nicht aus China kommen, die noch sehr auf dem Markt, sich Weltmarkt sehr, sehr gut halten, sind tatsächlich Q-Cells, früher aus Deutschland, mittlerweile gekauft von Hanwha aus Südkorea, das ist ein Rüstungskonzern. Die sind tatsächlich auch noch sehr gut dabei und First Solar aus den USA, die aber sogenannte Dünnschichtmodule machen, die eine andere Technik haben. Also China hat eine sehr, sehr starke Marktposition auf diesem Solarmarkt. Und daneben, Solarmodule, die erzeugen ja Gleichstrom, aber ich brauche jetzt fürs Netz oder ob es das Hausnetz ist oder das allgemeine Stromnetz, brauche ich Wechselstrom. Das heißt, ich brauche Wechselrichter, die den Gleichstrom des Solarmoduls in Wechselstrom umwandeln.
Und auch da sind chinesische Hersteller mittlerweile ja führend. Also Huawei, sehr bekannt im Bereich Handy, vor allem Computer, Elektronik und so weiter, ist auch ein sehr, sehr bekannter Wechselrichterhersteller. Sungo ist auch ein chinesischer Hersteller. Daneben SMA tatsächlich ein Deutscher. Aber man sieht, auch da ist China eben sehr weit in den Lieferketten dabei. Gerade zu Huawei werde ich später nochmal kommen. Ja, wie ist es passiert? Also vor 10 bis 15 Jahren war Deutschland sehr weit führend, also sowohl in der Technik von Solarmodulen als auch bei den Wechselrichtern. Aber dann kamen ab 2012 tatsächlich politische Entscheidungen. Erstmal wurden die Vergütungssätze für Solaranlagen sehr stark gekürzt. Dann 2014 kam sogar das Ausschreibungsmodell. Das heißt, wenn man einen Solarpark, auch Windpark bauen wollte, dann konnte man eben nicht mehr sagen, ich bekomme eine gesetzlich garantierte Vergütung, sondern man musste eine Ausschreibung gewinnen, was gerade für kleine Projektierer enorm schwierig war. Dann gab es Maßnahmen zur Direktvermarktung, dass ich sozusagen noch ein Direktvermarktungsunternehmen haben muss, das meinen Strom vermarktet. Also ganz, ganz viele, unendlich viele Punkte, die das alles verkompliziert haben, die dazu geführt haben, dass diese ganze Industrie in Deutschland, Solar auch im Windbereich tatsächlich, hier geht es um erneuerbare Arbeitsplätze, sehr weit runtergegangen ist. Also bei mir zum Beispiel in der Bremer Gegend hat man es in Bremerhaven deutlich gemerkt. Das war ein großer Standort für Windtechnik vor 10 bis 15 Jahren. Mittlerweile ist der halt fast komplett brach. Und in China hat man das halt nicht gemacht. Gut, sowieso in einer gelenkten Wirtschaft läuft natürlich auch vieles anders. Aber China hat tatsächlich sich ja traurigerweise richtig erkannt, dass das eine Zukunftsbranche ist. Und wie man hier sieht, beispielhaft an den Arbeitsplätzen, pro 1000 Einwohner natürlich, damit es auch vergleichbar ist, Deutschland und Chinas spricht, glaube ich, für sich das Bild. Ja, zur Situation der Uiguren. Ich habe es nochmal kurz jetzt reingemacht. Aska hat es ja eigentlich schon sehr weit erklärt und ist ja noch viel mehr betroffen sowieso, aber auch noch viel mehr im Thema, als ich es letztendlich bin. Aber genau, es ist von den Zahlen halt eine Region, in der die Uiguren leben. Es ist auch ein sehr großes Land, wie wir gerade schon gehört haben. Und halt ein Land, was sehr in der Schlüsselposition liegt. Wenn man sich die Karte anguckt, auf dem Weg jetzt von China Richtung Europa, also Stichwort gerade neue Seitenstraße, über die China sozusagen Export- und auch Importwege sichern will, ist die Chinesen sagen, die Provinz Xinjiang, also Ostturkistan, da ein sehr, sehr zentraler Punkt. Also für die Chinesen geostrategisch oder wirtschaftspolitisch sehr, sehr wichtig. Das Bild ging rum, Situation der Uiguren, aber wie gesagt, das hat Aska gerade auch schon ausgeführt, nochmal so als Darstellung, dass wie tatsächlich, mittlerweile gibt es ja auch einige Bilder, wie man sich tatsächlich die Situation da vor Ort vorstellen sollte. Ich habe nochmal was zum Thema Völkermord an den Uiguren, das ist natürlich ein sehr hartes Thema, klar, aber nochmal was reingesetzt und da ein bisschen tatsächlich auch nochmal mal ein Faktum reinzubringen, weil es ja sehr häufig so ein bisschen diskutiert wird, ja, was ist genau Völkermord und so weiter, und dann ist man sehr, ja, sehr an juristischen Themen dran oder, naja, aber was mir tatsächlich am Anfang, man sich gut von China so ein bisschen traurigerweise gewöhnt war, dass die Menschenrechtssituation da schlecht oder sehr, sehr schlecht war, was mich tatsächlich wirklich sehr, sehr stark bedrückt hat, waren dieser Versuch, tatsächlich eine ganze Volksgruppe durch sowas wie Zwangssterilisation tatsächlich zu dezimieren. Also wirklich zu versuchen, okay, eine Reproduktion von einem Volk wirklich in so einer Weise einzuschränken, was schon in Richtung Völkermord geht. Und was in der Grafik ist, die ist tatsächlich eben aus der Region Xinjiang. Da gibt es, das hat Aska eben auch schon kurz gesagt, halt Regionen wie zum Beispiel in Urumqi, wo tatsächlich mittlerweile der Anteil der Han-Chinesen deutlich größer ist als die der Uiguren. Es gibt eben auch Regionen, in denen der uigurische Anteil immer noch sehr, sehr groß ist. Und das ist eben der Unterschied zwischen der orangenen und der blauen Kurve. Und man sieht gerade, dass den Minority Countries heißen sie, also gerade in den Regionen, in denen viele Uiguren leben, die Geburtenraten sehr stark runtergegangen sind. Und das hat natürlich so starke Auswüchse, hat natürlich keine, obwohl China sich so behauptet hat, keine natürlichen Gründe, sondern geht vor allem auf die Zwangssterilisation zurück. Die gibt es auch außerhalb Xinjiangs teilweise, bei in China immer mal wieder, aber die Dimensionen sind einfach massiv geworden. Ja, natürlich erstmal die Frage, wie reagieren denn die Vereinten Nationen so ein bisschen auf das Grundgerüst?
Und das ist im Prinzip das, was im letzten Jahr noch passiert ist. So, die Situation vorher war, war, wie gesagt, sehr stark auf dieses Thema Menschenrechtsverletzung. Aber wir wissen nicht im Detail, was losgeht. Das war sehr stark die Situation auch noch vor einem Jahr. Das hat sich ein bisschen geändert, gerade im Mai 2022 durch die Xinjiang Police Files, die veröffentlicht worden sind. Also wirklich vertrauliche Informationen eines Polizeirechners. Der Spiegel hat das sehr stark aufgegriffen, aber auch der Bayerische Rundfunk zum Beispiel. Also man kann wirklich im Detail dort erkennen, wie wirklich die Menschenrechtsverletzungen dort aussehen. Also es sind wirklich Bilder, die für sich sprechen und die, glaube ich, schon auch eine sehr starke öffentliche Wirkung hatten. Dann jetzt nochmal aktuell, im August dieses Jahr, der Bericht von Michelle Bachelet, die Verantwortliche war bei den Vereinten Nationen für Menschenrechte, also tatsächlich die Sekretärin dort war. Und die hat, das ist wirklich ein Kuriosum, wenige Minuten vom Ende ihrer Amtszeit den Bericht zur Situation der Uiguren veröffentlicht. Und also der Druck muss da immens gewesen sein, von chinesischer Seite und vielleicht auch von anderen, dort nicht zu veröffentlichen. Und der Bericht kommt zwar nicht auf das Urteil Völkermord, was wahrscheinlich eher diplomatisch auch schwierig war durchzusetzen, aber er erklärt schon klar Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist auch schon eine Kategorie, die auch sowas wie die Vereinten Nationen, die ja sehr, sehr diplomatisch geprägt sind, doch sehr selten verwenden. Das ist eigentlich eine Kategorie, die sehr stark an die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert, wenn man ganz ehrlich ist. Also es sind schon, auch von offizieller Seite werden mittlerweile schon Begriffe benutzt, die sehr, sehr stark sind. Was die Bundesregierung dazu macht, gut, da gab es natürlich das Übliche, man ist erschüttert und so weiter. Es soll jetzt eine China-Strategie ausgearbeitet werden. Man erkennt auch Einzelheiten, dass die Bundesregierung jetzt ein bisschen kritischer ist. Zum Beispiel was sowas wie Hermes-Bürgschaften jetzt für Unternehmen in China angeht. Aber so eine ganz kohärente Strategie kann ich zumindest noch nicht erkennen. Jetzt aber ein bisschen zurück zum Thema Solar. Was ist genau der Punkt? Warum betrifft das die Solarbranche so stark? China ist natürlich, wie gesagt, ein großer Player in dem Bereich. Aber gerade die Region Xinjiang spielt auch neben der geografischen Lage aufgrund eben der Seidenstraßenstrategie Chinas eine sehr große Rolle, weil dort ein Großteil des Polysiliziums abgebaut wird. Und das Polysilizium ist das Ausgangsmaterial für die große Mehrheit der Solarzellen. Der Bericht ist vor anderthalb Jahren rausgekommen von der Universität Sheffield in Großbritannien. Und die haben tatsächlich sich die Lieferketten angeguckt zu Solar, also zu Photovoltaik. Woher kommt das Polysilizium? Das ist relativ aufwendig, das anzureichen. Da muss das geschnitten werden, in sogenannten Wafer und weiterbearbeitet werden. Also es ist durchaus ein komplizierter Prozess, der auch energieaufwendig ist. Und das Resultat ist, ich habe es tatsächlich mal so formuliert, weil man natürlich auch in diesen Berichten in diesen Berichten ist immer so ein bisschen verklausuliert drin. Aber das Fazit ist tatsächlich, dass fast alle großen chinesischen Modulhersteller, also alle auch, die dort dabei sind, aber auch fast alle generell, sehr wahrscheinlich zumindest indirekt in das Zwangsarbeitssystem verstrickt sind. Das Zwangsarbeitssystem ist tatsächlich ein Konzept, wie wir es in Xinjiang haben, dass die Leute, die in diesen sogenannten Berufsbildungszentren, also Internierungslagern, sind, dass die auch auf Arbeitseinsätze geschickt werden. Und im Solarbereich ist das gerade man sieht es auf dem Foto, der Abbau des Polysiliziums, der sehr energieaufwendig ist, der auch sehr anstrengend ist, der sehr, wirklich auch an die körperlichen Kräfte sehr stark angeht. Und man kann im Prinzip sagen, dass die Internierten, gerade Uiguren, auch andere Minderheiten in der Region, aber besonders die Uiguren, dort Zwangsarbeit leisten, um eben das Polysilizium abzubauen, was dann vor allem von chinesischen, auch von anderen tatsächlich, aber vor allem von chinesischen Modulherstellern weiterverarbeitet wird. Zur Einordnung ist es tatsächlich nicht nur ein Thema der Solarindustrie. Also gerade Baumwolle ist auch in Xinjiang wie auch in anderen Regionen Zentralasiens, also in Usbekistan ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Aufgrund der Situation dort, also die geografische Lage eignen sich eben, oder Wetterbedingungen eignen sich sehr gut zum Anbau von Baumwolle. Und auch dort werden Uiguren auf diesen sogenannten Arbeitseinsätzen eben dazu gezwungen, dort Zwangsarbeit zu leisten. Aber gesagt, gerade die Solarbranche und Baumwolle, also die Bekleidungsbranche, sind, soweit man das nachforschen kann, sind das sehr große, in Anführungsstrichen, Abnehmer der uigurischen Zwangsarbeiter.
Daneben gibt es auch noch einen sehr perfiden Ausdruck, den sogenannten Uiguren-Alarm. Der ist wichtig, weil die Firma Huawei dort sehr stark hintersteckt. Also Huawei ist, wie gesagt, ein Technikgigant, der, glaube ich, heute allen bekannt ist. Die haben aber auch, sind auch sehr stark in der Technik dabei, Gesichter zu erkennen. Also eine Gesichtserkennungssache ist nämlich nicht so einfach. Das ist für normale IT nicht so einfach zu machen. Und wie man sich vorstellen kann, ist gerade das Aussehen der Mehrheit der Uiguren oder Kasachen, die in Xinjiang leben, unterschiedlich zu dem der Han-Chinesen. Das heißt, logischerweise, ich meine, die Menschen sind da ja auch kilometerweit oder tausende Kilometer weit getrennt, was ihre Herkunft angeht. Das heißt, diese Kameras sind tatsächlich darauf spezialisiert, Menschen mit typisch zentralasiatischen oder uigurischen Aussehen zu erkennen und auch die Überwachung dort zu erleichtern und tatsächlich dieses perfide System der krassen Zwei-Klassen-Gesellschaft, die dort mittlerweile entstanden ist, auch wirklich aufrechtzuerheben. Gerade Huawei ist da neben anderen chinesischen Firmen einer der führenden Hersteller, die auch sehr, sehr stark mit der Regierung kooperieren. Was mittlerweile dazu zum Beispiel auch geführt hat, dass es einige Projektierer in der Solarbranche gibt, die auch Wechselrichter von Huawei nicht mehr verbauen. Nicht unbedingt leider nur aus Menschenrechtsgründen, sondern teilweise auch, weil sie sagen, sie können die IT-Sicherheit nicht gewährleisten. Sie wissen nicht, ob diese Geräte ausspioniert werden. Wie geht es dann weiter? Also wie waren so ein bisschen die Reaktion der westlichen Länder? Es hat relativ lange gebraucht, für meinen Geschmack, bis man tatsächlich dort aufgewacht ist und, glaube ich, auch die Schwere der Situation und auch die Verbundenheit mit der Solarbranche gesehen hat. Die USA sind meiner Meinung nach da tatsächlich schneller gewesen als die europäischen Länder. Also die USA haben relativ schnell, nachdem die Zwangsarbeitsproblematik gerade im Bereich Solar bekannt war, auch die Hersteller des Polysiliziums, das sind also Vorfirmen, das sind jetzt nicht die Firmen, bei denen man dann letztendlich die Module kauft, die auch mit Sanktionen belegt. Was teilweise aber dazu geführt hat, dass die dann in andere Regionen gegangen sind. Also das heißt, 100% greift es noch nicht. Ich bin leider eben nicht in den USA aktiv, von daher kann ich es auch nicht im Detail beurteilen. Aber die USA zumindest versucht dort durch Sanktionen das System wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Auf europäischer Ebene gab es allerdings auch im Verbund mit anderen westlichen Ländern, also Kanada und auch das Vereinigte Königreich, da eher Sanktionen gegen Funktionäre. Also das heißt, Leute, bei denen man gemerkt hat, okay, die sind in der kommunistischen Partei in China und sind aktiv irgendwie am Profitieren von dem Zwangsarbeitssystem, die wurden sanktioniert. Wobei man die größt, also die, ja, zum Beispiel den Parteivorsitzenden der Region, Chen, auch tatsächlich nicht sanktioniert hat. Also auch da ist man so ein bisschen vorsichtiger geworden. Und es gibt auch durch eben die China Cables, wie Aske auch vorhin schon erwähnt hat, tatsächlich auch ziemlich klare Indizien, dass Xi Jinping auch persönlich dort anordnet. So, sicherlich nicht alles, das kann ja eine Person nicht machen, aber er ist auch persönlich über die Lage dort. Ihm ist das bewusst, also er ist persönlich in diesem Thema drin. Das heißt, wenn man Funktionäre wirklich komplett sanktionieren muss, muss man eigentlich den Fisch von ganz oben vom Kopf anfangen zu sanktionieren. Daneben gab es auch erstaunlich schnell und auch erstaunlich empfindlich tatsächlich Gegensanktionen Chinas gegen europäische, hauptsächlich Politiker oder Menschen, die im Bereich aktiv sind. Also Rainer Bütikofer ist da, glaube ich, viel noch ein Name, bei den Grünen mittlerweile im Europäischen Parlament aktiv, hat auch viel politisch dafür gemacht für die Situation Menschenrechte in China. Der ist sanktioniert worden, darf also nicht mehr einreisen. Adrian Zenz, das ist tatsächlich der Anthropologe, der in sehr, sehr viel Eigenarbeit geguckt hat, wie sehen denn die Lager dort aus. Wie gesagt, heute hat man sehr viele Bilder, aber gerade vor 2 Jahren war es noch so ein bisschen diffuser. Der hat sich sowas wie Polizeistatistiken angeguckt, der hat sich auch bei Google Maps wirklich über vermutlich monatelanger Kleinstarbeit angeguckt, wie verändern sich denn dort Strukturen, was wird gebaut oder wie viel Beton wird angefordert oder wird Stacheldraht angefordert, tatsächlich sowas. Und dort gut abzuschätzen, wie die Lage ist. Und daneben auch das Mercator-Institut, was ja vergleichsweise kritisch, sinologisch in China aktiv ist. Also das war tatsächlich auch wenige Tage danach, also China hat relativ empfindlich und auch relativ schnell reagiert. Zum Schluss nochmal die Frage, die wir sowieso alle aufstoßen, wieso
Oder wie kann denn sowas wie das Lieferkettengesetz dort helfen? Das Lieferkettengesetz ist jetzt nicht unbedingt entstanden wegen der Situation in Osturkestan, sondern vielleicht auch einfach oder generell entstanden, weil, wie gesagt, sowas wie Kinderarbeit ja auch in Kakao, zum Beispiel in Afrika, super bekannt ist, also weltweit. Ist natürlich die Frage, könnte das die Situation in Xinjiang verbessern? Und bisher ist das, kann man bei allen Erfolgen, die das Lieferkettengesetz doch irgendwie hat, muss man dann auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt als Bundesgesetz besteht, noch nicht so wirklich greifen kann. Also erstmal ist es noch gar nicht aktiv, es fängt tatsächlich erst nächstes Jahr an, gilt für Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern. Das ist gerade in der erneuerbaren Branche schon eine ziemlich große Hürde. Also so Autoindustrie, die lachen natürlich über 3.000 Mitarbeiter, aber einen Solarprojektierer zu finden, der 3.000 Mitarbeiter hat oder auch nur 1.000 Mitarbeiter ab 2024, das ist schon relativ kompliziert. Daneben gilt es auch nur für direkte Zulieferer. Das heißt, ich muss als Unternehmen nicht die gesamte Lieferkette angucken. Das ist natürlich auch nicht einfach für Unternehmen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also das ist durchaus auch schon kompliziert, Zulieferer über Ketten rauszubekommen. Allerdings, wenn ich nur direkte Zulieferer angucke, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Menschenrechtsverletzungen dann gar nicht mitbekomme, doch ziemlich groß. Und daneben gibt es auch keine sogenannte zivilrechtliche Haftung. Das heißt, wenn ich als Unternehmen dort Probleme mache, kann ich zwar vom Zollamt Bußgelder bekommen, die können vielleicht auch empfindlich hoch sein, aber ich muss mich zivilrechtlich da nicht verantworten. Das ist gerade für Nichtregierungsorganisationen, auch bestimmt für die GfV natürlich ein Thema zu sagen, ja gut, ich klag sonst auch einfach, wenn ich merke, ein Unternehmen macht das wirklich exzessiv und hat da Probleme in der Lieferkette. Das geht derzeit noch nicht. Es gibt aber tatsächlich Hoffnung, dass die Europäische Union dort über eine neue Richtlinie, die tatsächlich jetzt auch erst dieses Jahr gekommen ist, tatsächlich nochmal die Situation aus menschenrechtlicher Sicht verbessert. Richtlinie heißt auch nochmal zur Erklärung, dass die Staaten das selber in Gesetze gießen müssen. Ne? Das heißt, es dauert wieder so ein bisschen und die Erfahrung zeigt leider auch, dass jeder Staat dann A, sein Süppchen kocht und B, dann vielleicht auch das nicht so ganz umsetzt, wie es die Europäische Union bzw. das Europäische Parlament, was da vor allem hintersteht, auch tatsächlich am Anfang intendiert haben. Ne? Allerdings sind die Richtungen sehr, sehr vernünftig. Und zwar die ganze Lieferkette, nicht nur die direkten Zulieferer sollen ins Bild genommen werden. Das heißt, die Unternehmen müssen dort weitergehen, müssen den Menschenrechtsverletzungen auch irgendwie auf den Grund gehen. Soweit das für sie möglich ist natürlich. Es soll auch Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern betreffen, in Risikobranchen, wobei das noch nicht ganz definiert ist, sogar 250. Also schon, dass auch kleinere Unternehmen eine gewisse Verantwortung dann haben. Wie gesagt, 500 Mitarbeiter ist natürlich auch eine gewisse Hausnummer. Ne? Und auch, das ist tatsächlich sehr wichtig, die zivilrechtliche Haftung soll kommen und nicht nur ein reines Bußgeldsystem. Fazit dabei ist dann, Deutschland müsste auf jeden Fall nachschärfen. Also das deutsche Gesetz wäre wäre gemäß der EU-Richtlinie zu wenig und müsste verbessert werden. Ja, für Solarinteressierte oder für Menschen, die wie ich in der Solarbranche arbeiten oder vielleicht auch selber sich Solar anschaffen wollen, ja, muss man natürlich gucken, wie zieht man ein gutes Fazit dabei. Und der erste Punkt, der ist mir natürlich auch wichtig, ist erstmal, Photovoltaik ist als Energiequelle tatsächlich für uns unverzichtbar. Also man könnte natürlich dazu neigen zu sagen, ja gut, dann ist halt schwierig, Solarzellen haben halt Probleme in der Herstellung. Klar stimmt das, aber wir können auch nicht auf sie verzichten. Also wir brauchen für Klimaschutz, für die Energiewende brauchen wir die Photovoltaik. Das sagen alle Experten in dem Bereich und das ist auch wirklich wichtig. Das Lieferkettengesetz, ein zweiter Punkt geht in die richtige Richtung, ist also tatsächlich ein Schritt vorwärts, das möchte ich auch gar nicht wegreden, ist aber in der jetzigen Form noch nicht ausreichend, um Menschenrechte zu schützen. Also das heißt, es ist vielleicht ein Punkt, Unternehmen aufzurütteln, in Einzelfällen können auch tatsächlich Bußgelder kommen und es ist vielleicht auch nochmal ein Grund für juristisch irgendwie einfacher zu klagen, wenn Unternehmen doch irgendwie auch in Deutschland gegen Gesetze verstoßen.
Aber ja, richtig effektiv ist es eben noch nicht. Und von daher müssen die Leute, die Solarmodule kaufen, ob es jetzt Firmen sind, ob es jetzt Privatkunden sind oder auch ob es öffentliche Träger sind, tatsächlich selbst noch auf Menschenrechtsstandards achten. Ist natürlich viel verlangt, aber vom Solidarstrom haben wir da tatsächlich auch schon Erfahrung. Aber genau, ich würde erstmal, glaube ich, damit gut sein lassen und auch nochmal gucken, ob es sonst noch von euch Fragen gibt oder von Ihnen Fragen gibt. Ja, vielen Dank, Henrik. Ich hätte eine Nachfrage und vielleicht kannst du ja dann auch aus eurer Erfahrung was erzählen. Wie reagieren denn die Firmen, die in Deutschland eben Photovoltaikanlagen anbieten, auf diese Vorwürfe, dass es in China systematisch Zwangsarbeit auch in diesem Bereich gibt? Ja, ich glaube tatsächlich, also es ist unterschiedlich. Ich habe jetzt auch noch nicht mit extrem vielen Firmen gesprochen, weil ich ja mittlerweile tatsächlich da selber mehr oder weniger verkauft bin. Aber es gibt, glaube ich, einige, die es tatsächlich nicht wissen. Also auch, das ist tatsächlich ein Thema, es ist, obwohl jetzt die Lage der Uiguren mittlerweile, glaube ich, schon relativ präsent ist, immer noch so ein bisschen im Schattendasein. Ich habe Unternehmen schon erlebt, mit denen ich gesprochen habe, bei denen ich auch den Eindruck hatte, doch, ja, die nehmen das ernster, die überlegen auch. Es gibt aber auch viele, die, ich meine, sagt einem natürlich dann niemand direkt, ist uns egal, so geht dann natürlich keiner. Es gibt aber auch tatsächlich viele, die sehr, sehr stark, das erlebe ich aber auch bei Privatpersonen, dann sagen, ja, war es eh alles so schlimm und Kinderarbeit in Afrika ist auch schlimm und alles, ich kann ja eh nichts machen, deswegen machen wir nichts. Das ist mittlerweile aber schwierig, weil wir so wie da schon tatsächlich auch geguckt haben, welche Module vertreiben wir. Und wir haben auch mit Modulherstellern gesprochen. Es gibt nämlich tatsächlich Modulhersteller, die uns auch schriftlich dazu eine Antwort gegeben haben, dass sie in das Zwangsarbeitssystem nicht verstrickt sind und die auch in dem Bericht der Universität Sheffield nicht auftauchen. Das heißt, man kann schon was machen. Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Also die billigsten Module sind natürlich häufig nicht die Menschen aus Menschenrechtsstandard die besten. Und gerade weil eben die Vergütung für Solar in den letzten Jahren auch relativ gekürzt ist, hat das natürlich auch so eine gewisse Fehlanreize gegeben, die billigsten Sachen zu kaufen. Das ist tatsächlich so die Entwicklung. Ja. Und gibt es Anbieter, die auch aus China Produkte beziehen und dann auch nachweisen können, sagen, dass sie sind weder in dem Bericht der Universität Sheffield aufgetaucht, noch und zudem konnten sie nachweisen, dass auch in ihrer Lieferkette, obwohl China Teil der Lieferkette ist, eben keine Zwangsarbeit Teil davon ist? Also wir haben, ja, gibt es. Also wir haben es tatsächlich so gemacht. Wir haben bei uns, es gibt sicherlich auch noch andere Firmen, deswegen möchte ich jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber es ist so ein bisschen das, wie wir rangegangen sind. Wer relativ bekannt ist in dem Bereich, ist die Firma Meyer Burger. Die produziert tatsächlich nur in Deutschland. Ist eine Schweizer Firma, produziert aber nur in Deutschland. Die hat tatsächlich. Bei denen ist es vom Produktionsprozess, die werben auch sehr, aber die sind auch relativ transparent, was das angeht, schon relativ eindeutig, dass sie dieses Zwangsarbeitssystem nicht involviert sind. Daneben haben wir noch zwei kleinere Hersteller, Hecker Solar, das ist ein Familienunternehmen aus Chemnitz, und auch SolarWatt, auch ein deutscher Hersteller, die tatsächlich beide, die auch in Deutschland endproduzieren, die aber auch Vorprodukte aus China haben. Die haben uns schriftlich tatsächlich die Auskunft gegeben, dass sie nicht ins Zwangsarbeitssystem involviert sind. Und sie finden sich auch nicht an dem Bericht. Und beide Firmen sind auch relativ bekannt in der Branche dafür, dass sie so was ökologisch-soziale Standards angeht, ganz gut sind. So, von daher, es gibt da kein Zertifikat. Das ist tatsächlich noch eine Frage. Ich hatte damals mal gesprochen, auch mit jemandem von so einer, aus dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte, die tatsächlich auch so in diesem Fairtrade-Label stehen. Das wäre eigentlich nochmal eine gute Entwicklung. Also wirklich eine Marke für ja, fair gehandelte Produkte im Elektrobereich oder Solarbereich. Das gibt es einfach noch nicht. Das ist tatsächlich ein Problem. Von daher ist die Nachweisbarkeit schwierig. Es gibt auch noch Unternehmen wie Nico, heißen die. Das ist tatsächlich ein taiwanischer Betrieb. Die beziehen keine Vorprodukte aus China aus auch politischen Gründen, wie man sich das vorstellen kann. Und von den großen beiden sind tatsächlich Q-Cells auch bekannt, dass sie, die sind auch im Bericht erwähnt, dass sie ihre Produkte nicht aus chinesischer oder uigurischer Zwangsarbeit sozusagen beziehen. Oder halt ne, die Vorprodukte dort nicht involviert sind.
Q-Sales gehört halt zu Hanwha und das ist im Bereich der Rüstung. Von daher ist es gerade bei ökologischen Banken, die auch gerne so PV-Projekte beziehen, nicht so beliebt. Also ich weiß zum Beispiel bei der GLS-Bank, auch bei der Ethikbank, die machen das eben nicht, weil sie sagen, ihre Kunden wollen halt keine Rüstung. Kann ich verstehen, sorgt natürlich aber teilweise dafür, dass Leute dann chinesische Module kaufen, was dann halt sehr schwierig ist. Und First Solar macht eben eine ganz andere Technik. Die machen Dünnschichttechnik, die haben also kein Polysilizium. Das Dünnschicht-Solar ist aber tatsächlich nicht so ganz umweltfreundlich. Also es ist ein bisschen Chemikalienbelastung. Ist also auch, es ist schwierig, da was sehr, sehr Gutes zu finden, gerade bei den größeren Herstellern. Aber so die Reste der kleineren deutschen, mittelständischen Solarhersteller, die gibt es noch. Und das sind auch Unternehmen, die sich laut Selbstaussage und laut Recherche, soweit wir das nachvollziehen können, von diesem Zwangsarbeitssystem recht gut fernhalten. Vielen Dank. Wir haben schon Fragen aus dem Publikum, und zwar gleich drei am Stück. Wow. Vielleicht fange ich mit der ersten an. Woher sollen die besseren Solarmodule kommen, wenn die chinesischen Anbieter derart dominant sind auf dem Markt? Ja, die chinesischen Hersteller sind dominant. Ja gut, na klar, es ist natürlich eine Preisfrage. Es ist aber tatsächlich auch, ich sag mal so, der Preisunterschied ist meiner Meinung nach nicht so hoch, wie man zuerst vielleicht befürchten könnte. Ich hatte dazu letztens, Moment, das ist auch schon fast einen Monat her tatsächlich, mal ein Gespräch mit einer Zeitung aus Taiwan. Die hat uns zum Solidarstrom gefragt und hat gesagt, na, wie macht ihr das denn? Und chinesische Module sind ja so wie günstiger und so dominant. Und habe ich gesagt, ja gut, klar, für deutsche Hersteller, Meyer Burger zahlt man schon 30% mehr und irgendwie Hackard Solar, da zahlt man 20% mehr. Und sie hat gesagt, okay, ich hatte gedacht, das wären 50%. Also das heißt, es ist mehr. Aber um mal so eine Hausnummer zu geben, bei uns kostet ein Hackard, Zukunft auch Meyer Burger, je nachdem, wer gerade liefert, das ist zurzeit auch nicht so einfach, Hackard-Modul zum Beispiel 600 Euro. Und das, wenn man jetzt ein billiges chinesisches nehmen würde, könnte man es vielleicht für 500 Euro verkaufen. Aber ein Solarmodul, was 30 Jahre hält, da sind Leute gerade im Privatbereich auch bereit, für die 100 Euro mehr zu zahlen. Es gibt auch mehr Leute, die tatsächlich genau deswegen anfragen und sagen, wir finden es gut, dass wir keine chinesischen Module verkaufen. Also hat der Ukraine-Krieg und auch jetzt so die Drohung gegenüber Taiwan und die Veröffentlichung zur Situation der Uiguren, das hat schon dazu beigetragen, dass Leute ein bisschen kritischer werden. Der zweite Punkt ist tatsächlich, sind eher praktischer Hinsicht die Lieferketten. Also es ist schwierig, das Material zu bekommen. Und die ja völlig widersinnige Null-Covid-Politik, die Xi Jinping und sein Regime in China fahren, die haben auch Leute tatsächlich dazu umdenken lassen, aus wirtschaftlich pragmatischen Gründen zu sagen, ja, dann kaufe ich doch lieber Meyer Burger Module, die irgendwie in Deutschland hergestellt sind und die liefern dann halt. Das ist, natürlich stürzen sich viele auch auf die Module, deswegen ist es auch nicht ganz einfach. Aber das ist auch ein Punkt tatsächlich, der dazu geführt hat. Auf jeden Fall. Mhm. Gibt es denn die Aussicht darauf, dass das, was vor 10 oder 15 Jahren sehr stark in Europa und vor allen Dingen in Deutschland war, nämlich die Solarindustrie selber, dass es quasi zurückkehrt? Und was wäre die Voraussetzung dafür? Ich glaube, die Voraussetzung dafür wäre tatsächlich, naja, ich sag mal so, mittlerweile ist es, glaube ich, also mittlerweile bin ich tatsächlich relativ optimistisch, weil die Energiepreise so hoch bleiben. So, das ist natürlich jetzt ein perfider Grund, weil es eben hauptsächlich der Krieg, nicht nur, aber hauptsächlich der russische Krieg in der Ukraine ist. Und da man da leider, glaube ich, nicht hoffen kann, dass die Situation da jetzt kurzfristig entspannt, sind hohe Energiepreise natürlich für jemanden, der in der erneuerbaren Energiebranche arbeitet, erstmal ein gutes Zeichen. Damals war, glaube ich, tatsächlich die Rechtssicherheit wichtig. Also den Eindruck, dass das Erneuerbare Energiengesetz 2000 erlassen von der rot-grünen Bundesregierung noch, dass das damals auch dann die GroKo unter Merkel auch weitergeführt hat. Das war, glaube ich, erstmal ein gutes Anzeichen. Und in den letzten Jahren ist eben diese Branche so verunsichert. Das heißt, ich sag mal so, wenn man halt nach jeder Bundestagswahl irgendwie schon ins Erneuerbare Energiengesetz gucken muss und sich immer wieder neue Sachen anlesen muss, das nervt Handwerksbetriebe, die viel zu tun haben, extrem. Und das macht auch sowas wie Geschäft und Planung extrem schwierig. Also politische Stabilität wäre schon gut. Das heißt tatsächlich ein politischer Konsens, dass man Photovoltaik braucht, dass man erneuerbare Energien braucht und dass man auch bereit ist, aufgrund dieser Wichtigkeit eben der Erneuerbaren gewisse gesetzliche Festlegung trifft. Dass man nicht nur sagt, okay, das ist jetzt irgendwie völlig unkontrollierter Markt oder wir bauen auch tatsächlich bewusst Hürden ein, die keiner versteht. Das wäre, glaube ich, wichtig. Dann würde die Industrie auch wiederkommen. Es sind natürlich auch einige, das weiß ich von vielen Kommilitonen auch, ich habe 2015
war ich fertig sozusagen, die auch in andere Branchen gegangen sind, so zur Bahn und so weiter, und die natürlich da jetzt auch erstmal ganz zufrieden sind. Das ist natürlich auch ein Problem, also Fachkräfte. Die haben alle ein Problem, mittlerweile Fachkräfte zu finden. Ingenieure ist ein Thema, aber gerade auch im Handwerksbereich. Allerdings auch ein Grund, warum mittlerweile das Solidarstromkonzept gut funktioniert, weil wir eben auch mit Laien arbeiten, weil viele Arbeiten auch von Laien gemacht werden können, die sich halt ein bisschen interessieren, die auch bereit sind, ein bisschen zu lernen. Also es ist leider eine schwierige Mischung. Ich bin schon optimistisch, dass es wieder kommt, bis zum gewissen Teil, aber also das Politik der letzten Jahre war da halt sehr, sehr fatal. Es bräuchte einen längeren Atem, als die Politik bis jetzt bereit war, ihn zu zeigen, auf jeden Fall. Genau. Das hätte ich, ja, wahrscheinlich nicht noch treffender sagen können. Ja, das ist so. Aska, Sarah Gur, deine Frage wird auch gleich gestellt und Tillmanns natürlich auch. Du hast, das weiß ich noch, das war kurz bevor die Pandemie auch hier in Europa losging, da hast du auf der Siemens-Jahreshauptversammlung gesprochen. Das ist jetzt sozusagen weg vom Photovoltaik-Thema, aber da hast du mit der Hilfe der kritischen AktionärInnen die Möglichkeit gehabt, den Siemens-Chef, damals noch Herr Käser, zur Rede zu stellen. Und du hast gesagt, du hast die Situation der UigurInnen beschrieben und hast auch Forderungen an Siemens gestellt, dass eben eine bestimmte Kooperation mit einem chinesischen Rüstungskonzern, CETC war das, glaube ich, eingestellt wird. Was war damals dein Eindruck, wie Siemens bzw. Herr Käser darauf reagiert haben? Also Herr Käser hat damals ja auch gesagt, dass sie, ich habe ja damals behauptet oder vorgeworfen, dass die Endprodukte von Siemens bei Überwachung der Uiguren angewendet wird. Und deshalb sollte also Siemens auch nochmal genauer anschauen, also mit welche Produkte und wie China liefert. Da war also die Antwort, dass es nicht der Fall wäre. Also Siemens prüft ganz genau, und das war eigentlich so eine keine richtige oder überzeugende Antwort. Danach haben wir auch vor dem Siemens in München haben wir eine Kundgebung gemacht. Das war Juli 2020. Wieder haben wir darauf aufmerksam gemacht. Also allgemein, die alle großen Konzerne, sei es Siemens, VW oder Bosch oder andere ähnliche deutsche und europäische Firmen, die sind nicht so sensibel. Das muss man sagen. Wir haben einige angeschrieben, haben wir von manchem auch Rückmeldung bekommen, aber diese Rückmeldung war nicht eine überzeugende Antwort. Die haben einfach gesagt, also wir sind nicht verwickelt an Zwangsarbeit, wir passen auf und so. Aber wenn habt ihr überhaupt mit den Partnerfirmen in China darüber diskutiert? Natürlich nicht. Oder haben Sie recherchiert danach, ob wirklich also irgendeine Weise, wenn es auch nicht direkt ist, indirekt verwickelt ist? Nicht. Also die geben einfach Antwort von ja, um nur also zu behaupten, wir sind nicht. Natürlich, wir sind auch nicht in der Lage, das so zu beweisen, weil man hat ja keinen freien Zugang, man hat keine Möglichkeit, dort also vor Ort zu recherchieren. Aber auf alle Fälle müsste die deutschen Firmen und europäische Firmen noch sensibler sein, und man sollte nicht also diese Wirtschaftlichkeit also auf Kosten der Menschenrechte, auf Kosten der Menschenwürde machen. Wenn man sagt, ich mache trotzdem weiter, aber dann wird ja China immer noch stärker und Europa wird ja immer mehr abhängiger. Also man muss natürlich vielleicht eine bestimmte Zeit bereit sein, Opfer zu bringen, und erst dann kann man also China stoppen. Sonst, wenn man sagt, dort ist wird billiger produziert, aber wie auch Henrich gesagt hat, vielleicht dort wird das billig produziert, aber das ist dann nicht von Qualität her, ist das nicht dasselbe Produkt. Deshalb sollte man, also wie auch im Fall von Russland gesehen haben, die
Abhängigkeit von so totalitären Systemen wie China, Russland abbauen. Also da muss man natürlich für eine bestimmte Zeit bereit sein, Opfer zu bringen, bereit sein, vielleicht teuer zu produzieren. Aber wenn man mit den Menschenrechten, mit der Menschenwürde wirklich ernst meint und auch glaubwürdig bleiben will, muss man also, jetzt ist also die Zeit, dass Deutschland und auch andere europäische Länder und Regierungen also wirklich Schritte in die Richtung zu machen und natürlich auch Wirtschaftsverbände, große Konzerne, die müssen ihre Verantwortlichkeit von internationalen Gesetzen schon nachkommen. Auf jeden Fall. Und der lange Atem, ja, das ist immer wieder das Thema. Die Politik bräuchte einen langen Atem und man kann immer nur hoffen und darauf drängen, dass es auch unabhängig davon, welche Partei gerade an der Macht ist oder dem Bundeskanzlerin oder die Bundeskanzlerin stellt, dass man da bereit ist, parteiübergreifend einen langen Atem zu haben. Aska, da die Frage an dich und dann aber auch an Henrik. Wie stehst du zu dem Thema Boykott? Sollte man aus deiner Sicht auch notfalls Boykotte von Firmen, die auch im Solarbereich in Zwangsarbeit, unter der die UigurInnen leiden, verwickelt sind, sollte man auch dort Boykottaufrufe starten, so wie es sie auch im Bereich der Baumwolle, die ja auch sehr stark in Xinjiang, Ostturkestan abgebaut wird, das gemacht hat? Was meinst du? Also auf alle Fälle, wenn also die Firmen von sich aus ihre Pflichten nicht nachkommen, ihre Pflichten nicht genauer prüfen, nicht sensibel sind, da bleibt sowieso nichts anderes übrig, uns zu einem Boykott aufzurufen. Vielleicht dann werden sie sensibler, vielleicht dann fühlen sie sich unter Druck, wenn also wenn man gesetzlich nicht bestrafen kann oder mindestens jetzt also keine Gesetz denen verbieten kann, man könnte vielleicht durch Boykott, also durch den Druck von Kunden und Kundinnen sie dazu bewegen, in diese Richtung sensibler zu sein. Zum Beispiel 85% von chinesischer Baumwolle wird in Ostturkistan angebaut. Und das ist eine Fünftel von Gesamtproduktion auf der Welt. Also das heißt, was in China als Textilien produziert, das kann ohne uigurische Baumwolle, sagen wir, nicht produziert sein. Und an den Baumwollen, das ist also stark, also verdächtig, dass die Uiguren dort zum Zwangsarbeit gezwungen werden. Und deshalb zum Beispiel H&M hat ja aufgehört, Baumwolle aus China zu kaufen. Und also die Anzahl von Firmen, die da sensibel sind und die Verbindung zum China, bereit sind, die Verbindung zum China zu unterbrechen und die Beziehungen zu unterbrechen, müsste viel mehr, also sich steigen, genau. Und das führt ja China auch. Also wenn natürlich nur eine Firma oder nur ein Land oder nur eine Regierung eine Sanktion gegen ihn ausübt, das hat wenig Einfluss. Aber wenn man gemeinsam auftritt, gemeinsam, also Regierungen, Länder und Wirtschaftsverbände, große Konzerne, dann wird bestimmt Auswirkungen haben. Und genauso wie Europa China als Markt braucht China auch Europa als Markt. Das ist ja nicht so, dass es nur Europa China braucht, China nicht. Deshalb sollte man also die wirtschaftlichen Beziehungen wirklich davon abhängig machen, dass die Menschenrechte und Menschenwürde dort berücksichtigt wird. Henrik, was meinst du, die Frage des Boykottes? Ja. Die Frage, die Tilman Massa gestellt hatte, ging ja auch oder hat ja auch den Hintergrund, dass wenn man weiterhin Konsument ist, dass man dann ja auch von der Firma verlangen kann, dass sie bestimmte Standards in Zukunft einhält. Und das würde man sich mit einem Boykott nehmen. Ja, in gewisser Form kann ich es verstehen. Also ich meine, wenn man jetzt, ich glaube, es kommt tatsächlich an, mit welcher Firma man es zu tun hat. Also zum Beispiel bei
mittelständischen Betrieb, sage ich mal, aus Deutschland, der irgendwie Produkte aus Zwangsarbeit hat und der das vielleicht nicht so ernst genommen hat, da kann man tatsächlich vielleicht noch was bewirken, wenn man dorthin ist. Sowas wie VW, Bosch und so weiter ist natürlich schon schwierig, wobei Asuka dein Beispiel ja da sehr zum Siemens-Tag schon deutlich war. Sowas, das ist schon sehr wertvolle Ideen sozusagen zu sagen, okay, man tritt dann wirklich auf, man tritt bei einer Aktionärsversammlung auf. Und da ist vielleicht dann auch ein Boykott nicht das Erste. Aber wenn ich mir mal überlege, bei so einer Firma wie Yasolar, also wirklich ein riesen chinesischer Solaranbieter, wie soll ich denn da in irgendeiner Form, also ich meine, natürlich kann ich den deutschen Vertriebspartner dazu anschreiben, aber selbst wenn man den überzeugt, ich sehe die Chance, dass ein chinesisches Unternehmen aufgrund von, ich sag mal, ethischer Kritik, die kommt, auch in den Medien tatsächlich sogar umschwenkt, das halte ich für sehr unrealistisch. Also ich glaube, diese Unternehmen werden sich nur anders überlegen, wenn sie den europäischen Markt wirklich verlieren. Ich glaube schon, dass Boykotte da sinnvoll sind, weil ich sehe auch die Gefahr, dass man dann eine falsche Person trifft, tatsächlich als nicht so groß an. Ich meine, das ist ganz ehrlich, gut, die Mitarbeiterinnen, die dann in China für das Unternehmen arbeiten, sind vielleicht nicht persönlich verantwortlich. Soweit würde ich da nicht unbedingt gehen, das kommt drauf an. Aber jemand, der zum Beispiel Huawei-Vertriebspartner ist, der Wechselrichter in Deutschland, der hat sich ja auch dazu entschlossen, für das Unternehmen zu arbeiten. Also das finde ich, von daher, ich glaube schon, Boykott ist da vernünftig. Ich glaube auch tatsächlich, dass Unternehmen und Akteure umdenken, wenn eine Situation nicht mehr so läuft, wie man sie denkt. Ich glaube, dass, auch wenn mir das schwerfällt, das zu akzeptieren, glaube ich, dass allein ethische Argumente, muss einfach akzeptieren, dass es nicht bei allen Leuten zieht. Es ist leider wirklich so. Und von daher gibt es Leute, die auf wirtschaftlichen Druck handeln. Deswegen glaube ich schon, also ich sehe kein Problem dabei zu sagen, man boykottiert chinesische Modulhersteller und kauft tatsächlich Modulhersteller, die hier in das Zwangsarbeitssystem nicht so verwickelt sind. Und es zeigt sich schon, dass gerade die chinesischen Betriebe im Solarbereich, Baumwolle ist es meiner Erfahrung zwar noch mehr, also H&M und so weiter, wobei die jetzt mittlerweile nicht mehr, aber gerade die chinesischen Solarmodulhersteller auch von der Zwangsarbeit profitieren. Es gab mehrere Fragen, die werde ich auch alle vorstellen. Gibt es denn irgendein Beispiel dafür, dass das Verhalten der Nachfrageseite oder der Druck auf der Nachfrageseite das Verhalten von chinesischen Firmen verändert hat? Soweit du das weißt. Oh, das ist eine schwierige Frage. Weiß ich tatsächlich nicht. Müsste man tatsächlich noch mehr nachforschen. Allerdings, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Situation dazu führt, dass die Marktanteile gerade der deutschen und auch vielleicht anderer europäischer Hersteller, wobei es vor allem deutsche sind, dass der zunimmt. Und das wird natürlich auch in China irgendwann gemerkt. So, das kann natürlich sein, dass sie dann ihren eigenen Markt sehr einnehmen. Aber das, ich weiß aber auch nicht, ob, also angenommen, ich wäre auch tatsächlich Chef von einer Firma wie Jinko Solar in China oder so. Jetzt mal als Gedankenspiel. Selbst wenn mir dann irgendwie der Gedanke kommt, ey, das ist ethisch ja überhaupt nicht vertretbar, was wir hier machen. Selbst wenn ich das wirklich wollte, ich meine, also eigentlich können die sich ja nicht gegen die Regierung stellen. Also wäre zwar irgendwie schön, aber wenn sich der Chef von Jinko Solar, so stelle ich mir das vor, tatsächlich irgendwie in China intern sagt, naja gut, ihr wisst doch alle, wir haben ja Zwangsarbeit der Uiguren oder so, das geht nicht, dann hat der von der Polizei wahrscheinlich morgen die Steuerfahndung auf dem Hals oder sonst was. Also ich glaube, ja, es ist schwierig, weil es ist ja nicht nur das Szenario Markt. Man boykottiert jetzt irgendwie, weil Schlecker, weiß ich nicht, Mitarbeiter schlecht behandelt hat und geht zu anderen. Das war damals so ein bisschen ja das Szenario, sondern eben auch der Punkt, also das Regierungshandeln Chinas ist ja sehr wichtig. Es ist ja kein Markt, wo einfach nur Firmen handeln, sondern tatsächlich das Handeln der Regierung. Also ja, ich glaube, es braucht da ganz, ganz viele Sachen. So viele positive Beispiele weiß ich noch nicht. Ich habe gehört, dass für den US-Markt tatsächlich einige chinesische Firmen jetzt Polysilizium aus anderen Regionen in Chinas beziehen. Das hab ich gelesen, habe ich aber nicht groß verifizieren können. Das ist tatsächlich nur ein Zeitungsartikel gewesen aus den USA. Ja, gut, vermutlich sind die Konditionen da besser als in Xinjiang. Sie sind vermutlich immer noch nicht nach Menschenrechtsstandards, wie man sich das vorstellt.
Ja, es ist auch noch, glaube ich, noch zu kurz. Ich glaube, man braucht noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wie, um da Beispiele vielleicht zu finden, um wirklich ein kleineres Fazit zu ziehen, wie die chinesischen Unternehmen reagieren. Ich glaube, es ist noch zu früh, um das zu beantworten, tatsächlich. Es gibt ja auch die Beispiele von UigurInnen, die in andere Landesteile Chinas gebracht wurden, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Das heißt, selbst wenn es aus anderen Regionen dann kommt, müsste man immer noch mal nachschauen, wer es abgebaut hat. Das ist ein Aspekt, sozusagen sowas zu erschweren. Ne? Also auch wenn das erstmal blöd klingt, aber ich glaube, dieses Zwangsarbeitssystem, es kostet ja auch enorm viel Geld. Also diese Internierungslager zu unterhalten, die Polizei da auszubilden, die, ja gut, alles perfide, aber ne, das ist ja alles enorm kostenintensiv auch. Und ich glaube, diese Kosten muss man tatsächlich hochtreiben. Also ich glaube wirklich sowas wie, wenn dann eben dann aus Xinjiang nichts mehr bezogen werden darf, okay, dann werden Zwangsarbeiter vielleicht in Gansu oder in andere Provinzen verschickt. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, aber man macht es den Leuten schwerer. Und ich glaube, je schwerer man es den Leuten macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht auch irgendwann in der politischen Führungsrolle in Peking jemand sagt, komm, ganz ehrlich, lohnt sich das denn überhaupt noch? Also wie gesagt, ich glaube, man muss auch jenseits der ethischen Ebene überlegen, wie man dem Problem Herr wird. Ne? Wollte ich gerade mal einwerfen. Ja. Es gab auch die Frage, auf welcher Stufe der Wertschöpfungskette das System der Zwangsarbeit eher Anwendung findet. Das heißt, auf der Ebene der Rohstoffgewinnung, also von Silizium, der Weiterverarbeitung zu Polysilizium oder beim Bau der Solarmodule? Also der Bau der Solarmodule nicht. Also beziehungsweise, das ist nicht der Hauptgedanke. Ne? Die chinesischen Firmen sitzen da auch woanders. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass beim Zusammenbau von chinesischen der Endmontage von Modulen auch Zwangsarbeit vorkommt. Aber der Hauptpunkt ist tatsächlich eher Rohstoffgewinnung, vor allem die Rohstoffverarbeitung. Also Silizium, Polysilizium, Anreicherung und so weiter. Das ist der Hauptpunkt. Das heißt, es ist relativ früh im Prozess der Lieferkette und damit natürlich für europäische Hersteller auch relativ weit weg. Also weil so transparent ist dieser ganze Markt nicht. Ich habe da mit jemandem gesprochen, der in Deutschland bei einem Modulhersteller gearbeitet hat, der sagt auch, im Detail weiß man das gar nicht immer, was woher kommt. Also das ist leider wirklich ein Problem. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr früh in der Lieferkette. Also ein Ziel wäre es auch, die Transparenz der Solarlieferkette sozusagen zu erhöhen, indem man, und das ist ja bis jetzt noch sehr verbesserungswürdig. Vermutlich ist das, ich glaube, es ist aber kein Solarthema tatsächlich. Das ist leider bei, ich glaube, im Bereich Elektrik oder bei Produkten, die irgendwie in der Herstellung typisch globalisiert sind, ist das leider überall ein Problem. Also das ist, es ist auch, glaube ich, schwierig, das umzusetzen tatsächlich. So ehrlich muss man sein, aber man muss es zumindest versuchen. Aska, du bist seit über 30 Jahren engagierst du dich für Menschenrechte, für Uiguren und Uiguren. Du hast ja auch schon nicht vor vielen Firmen gestanden und dich gemeinsam mit deinen Landsleuten und Menschenrechtsbewegten dafür eingesetzt, dass das Verhalten gegenüber Firmen, die mit China Handel treiben, sich verändert. Aus deiner Erfahrung, was funktioniert am ehesten? Wo sind die Stellschrauben, an denen man auch als Zivilgesellschaft, als Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit denjenigen in der Wirtschaft, die aufgeschlossen sind und gewisse ethische Standards haben, wo soll man ansetzen, um was zu erreichen? Das ist auch schwierig, was Genaues zu sagen, weil wir waren ja auch vor dem VW. Dort haben ja wir auch nicht einmal, sogar 4-5 Mal dort gestanden und haben wir Briefe geschrieben. Erstmal also muss die Wille da sein, also Wille von den Firmen. Also wenn sie also nicht bereit sind, wirklich in diese Richtung einen Schritt zu machen, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, sie zu mobilisieren oder sie zu überzeugen. Ich kann mir nicht glauben, dass sie davon nichts wissen. Wie Herr Geiser gesagt hat, also mir ist nicht bekannt, oder wie das VW-Direktor im Ürümqi gesagt hat, davon weiß ich nichts. Das kann nicht sein. Also jetzt, also wenn man im Google reingeht, Uiguren schreibt, also man liest ja alle Artikel, die von unabhängigen
Menschenrechtsorganisationen oder von Institutionen zusammengebrachte Berichte oder auch, wie ich vorhin gesagt habe, Berichte von Augenzeuginnen. Aber wenn man nicht bereit ist, Opfer zu bringen oder wenn man nicht bereit ist, wenige zu Gewinne machen, dann kann man das wirklich sehr, sehr schlecht dazu bringen oder überzeugen. Und dafür muss natürlich erstmal, also die Regierungen müssen auch schärfere Gesetze verabschieden und die Firmen irgendwie verpflichten, dass sie das genauer prüfen, dass sie wirklich also ihre Partner mit ihrem Partner in China darüber auch vielleicht auseinandersetzen, weil ich glaube nicht, dass irgendeine Firma, also in Deutschland, wirklich die Sache nachgegangen ist oder ernst genommen ist und dafür Zeit genommen oder was weiß ich dafür mit ihrem Partner in China sich auseinandergesetzt hat. Und deshalb, wir versuchen, wie gesagt, immer wieder, entweder durch Proteste oder durch Kundgebungen oder durch unsere Briefe, sie noch aufmerksam zu machen. Aber bis jetzt zum Beispiel wurden wir nie, wir hatten mehrmals aufgefordert, dass wir mit Vorstand von Siemens, von VW, von zusammenzukommen. Aber leider bis jetzt wurden wir nicht einmal also von irgendeinem großen Firma eingeladen wurden, obwohl diese Themen auch also in Medien steht. Zum Beispiel unsere Kundgebung vor dem Siemens wurde ja auch durch ZDF damals gestrahlt und trotzdem also fühlt diese große Konzerne sich irgendwie unberührt und sind nicht bereit, also Menschenrechte vor ihre wirtschaftlichen Interessen zu halten. Und wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, Sie haben auch Angst, einfach im Falle von Volkswagen zum Beispiel den Zugang zum chinesischen Markt zu verlieren. Also in diesem Zusammenhang, es wurde ja schon am Anfang vielleicht auch gesagt, derzeit erarbeitet das Auswärtige Amt eine neue China-Strategie. Die wird im ersten oder zweiten Quartal des nächsten Jahres voraussichtlich vorgestellt werden. Und in diesem Zusammenhang gab es im Handelsblatt heute einen interessanten Artikel, wo die Autorin, die Journalistin, die schon sehr lange aus China und zu China berichtet, bei einem Treffen dabei war, wo ein Vertreter der Industrie bei der Abteilungsleiterin der Asienabteilung im Auswärtigen Amt in Berlin war. Und sie durfte das Unternehmen nicht nennen. Und da hat sie miterlebt, wie die Unternehmensvertreter gegenüber derjenigen, die eben diese Asienabteilung leitet und sich sehr gut mit China auskennt, versucht hat, den Bericht der UN-Hochkommissarin, der ehemaligen inzwischen Frau Bachelet, zu diskreditieren, schlecht zu reden. Also Firmenvertreter gehen ins Auswärtige Amt und tun so, als sei das, was die Vereinten Nationen, die ja sehr vorsichtig in ihren Aussagen sind, es handelt sich möglicherweise um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die natürlich auch unter extremem Druck seitens der chinesischen Regierung standen. Deutsche Vertreter der Industrie versuchen, diese Berichte unter diesen Menschenrechtslage der Uiguren, wie sie in diesem Bericht geschrieben bzw. porträtiert dargestellt wird, kleinzureden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also es wäre toll, wenn die Journalistin dann doch vielleicht den Namen der Firma oder der Industrievertreter nennt irgendwie. Aber solange auch, ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren irgendwie, aber es ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Lobbyvertreter über Dinge sprechen, von denen sie gar keine richtige Ahnung haben können, denn sie sind ja nicht diejenigen, die Berichte über Menschenrechtsverletzungen an UigurInnen gesammelt haben. Also ich bin ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Und das zeigt aber auch, da ist es dann ganz wichtig, dass diejenigen, die dann diese neue China-Strategie erarbeiten, auch sich von der Zivilgesellschaft, von Menschenrechtsorganisationen informieren lassen und offen sind. Es gibt zwei weitere Fragen. Welche Rolle spielten recycelte Rohstoffe in der Produktion von Solarmodulen? Ja, noch nicht so eine große Rolle tatsächlich. Also das kommt mehr
Gerade weil, also das Thema kommt jetzt auf, weil das Erneuerbare-Energien-Gesetz die Anlagen für 20 Jahre finanziert hat, ne? Das heißt, die ersten Solaranlagen, die 2000, gibt auch ein paar ältere, aber die 2000 kam sozusagen der erste Schub, die sind jetzt 2020 vom Netz gegangen. Manche werden da jetzt weiter betrieben, ohne Vergütung, aber das Thema kommt ein bisschen mehr auf, ist aber noch nicht so weit tatsächlich. Der Punkt ist, Lithium gibt es halt ziemlich viel. Also Lithium ist ein sehr, sehr häufiger Rohstoff. Sand am Meer so ein bisschen, das ist Siliziumdioxid eigentlich, ne? Weil gut, es kommt auch an, welchen Sand und so weiter. Das ist ganz so ein bisschen komplexer, ist natürlich schon. Aber ja, auf jeden Fall ist deshalb da das Thema noch nicht ganz so drauf wie bei anderen Rohstoffen, wie jetzt Kupfer oder so. Das ist schon so, aber das wird schon mehr werden, auf jeden Fall. Ja, aber noch ist es kein so Riesenthema. Langlebigkeit zum Beispiel dann doch ein bisschen mehr, weil die Module, es lohnt sich natürlich auch für eine Firma zu wissen, dass die Module länger laufen. Also das ist mittlerweile schon so, weil 20 Jahre EEG-Zeitraum ist nicht mehr genug zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit, sondern es wird immer schon auf 30 Jahre ausgegangen. Also die Firmen achten schon darauf, dass sie, oder auch viele Privatleute, dass sie eben langlebige Module haben. Also das ist schon der Punkt. Nur irgendwann gibt es natürlich auch gewisse Grenzen. Super, danke. Eine Frage für Asker. Gibt es Beispiele von deutschen Unternehmen, die positiv auf das, was ihr versucht habt, an sie ranzutragen, reagiert haben? Also mir ist nicht bekannt, dass irgendeine deutsche Firma also sich da positiv reagiert hat. Natürlich, die sagen, wie auch Erich vorhin gesagt hat, also Henrich gesagt hat, wir wollen sowas nicht, aber die sind, also die sind, wenn das auch mir leid tut, so ein bisschen uninteressiert. Uninteressiert. Sogar der VW-Chef in Ürümqi, also hat ja gesagt, unsere Anwesenheit in Ürümqi trägt dazu bei, dass die Menschen hier, also dass die Menschen hier, auch Uiguren, meint er, be be besser geht. Und ich möchte die Frage stellen. Also VW ist seit 12 Jahren in Ürümqi, seit 12 Jahren. Also die Menschenrechtslage ist also zum Vergleich seit 12 immer schlechter geworden. Also vor 12 Jahren gab es noch Sachen, die wir durften, aber dass wir jetzt nicht dürfen. Also wie trägt dann also zum Wohlstand oder zu der Verbesserung der Menschenrechtslage dort? Ganz Gegenteil, weil China benutzt also die Anwesenheit von europäischen Firmen als Legitimität für Tätigkeit hat. Wenn jetzt ein Kaiser sagt, nein, also die Firmen, die wir arbeiten, sind sauber, also da gibt es keine, oder wenn VW sagt, das ist nicht so, wir prüfen ganz genau, hier gibt es also keine Menschenrechtsverletzungen oder sind unsere Firmen sind nicht dort verwickelt. Das ist ja eine, wie sagt man, Werbung für China. Das ist ja Werbung für China. Und deshalb ist das also wirklich, ob jetzt die VW in Ürümqi sollte also ursprünglich jährlich 50.000 Autos produzieren, 50.000. Und bis jetzt haben sie nicht geschafft. Momentan ist das also höchstens 20.000 Autos. Und dort werden die Autos nicht produziert, sondern in anderen Regionen von China produzierte Teile werden dort zusammengeschraubt. Also das benutzt China, also die Anwesenheit von VW, um nur an Image zu gewinnen, an Image zu gewinnen. Und ich sehe wirklich, also, dass die europäische oder deutsche Firmen ihre Interessen von also Menschenrechten, weil dort geht es um Leben, um das Leben von Menschen. Also bei jeder Zwangsarbeit. Es geht um Blut von Menschen. Und dass man das jetzt also so unsensibel verwandelt oder so unverantwortlich sich verhält. Und natürlich gibt es auch keine Gesetze, dass man sich dazu zwingen kann.
Aber als Mensch musste man sagen, da sind über Millionen Menschen sind interniert oder werden zum Zwangsarbeit gezwungen oder dort werden sie Menschen sterilisiert. Und da sollte man schon also diese eigene wirtschaftliche Interesse zur Seite lassen oder mindestens versuchen, das irgendwie Druck auf chinesische Firmen zu üben oder Druck auf die chinesische Regierung auszuüben. Ja. Zum Abschluss die Frage, Henrik, Aska, wenn ihr eine Politikerin, ein Politiker und ein Wirtschaftsvertreter, der mit der Solarindustrie in China verbunden ist, vor euch hättet, was würdet ihr ihm raten? Gut, das heißt, mehrere Personen würde ich gleich ein bisschen unterschiedlich ansprechen, aber ich glaube, ich würde vom Prinzip tatsächlich, ich glaube, ich würde, je nachdem, wie die Person dann doch charakterisch ein bisschen einzuschätzen ist, meine Erfahrung, gerade bei Leuten, die jetzt nicht, gut, wir sind jetzt am Thema interessiert, aber Leute, die jetzt auch anderweitig eingebunden ist, wirtschaftliche Verflechtung, politische Verflechtung, würde ich, glaube ich, tatsächlich, das ist meine Erfahrung, das Thema uigurische Zwangsarbeit oder auch tatsächlich Völkermord, denn eigentlich geht es ja um Völkermord, wenn man es mal ehrlich runterbricht. Ich würde das mit anderen Themen tatsächlich auch verbinden. Es ist so, dass das Thema alleine so eine Mischung hat aus sehr schrecklich, möchte ich nichts von wissen und betrifft mich ja irgendwie doch nicht. Also ich glaube, ich würde es immer verbinden mit solchen Sachen wie, naja, wenn man zum Beispiel in China aktiv seid, aber ihr wisst ja selber, was machen wir denn dann, wenn die jetzt in Taiwan einmarschieren und es dann Sanktionen gibt, bist du dir sicher, dass du da investieren möchtest? Oder guck dir doch die Null-Covid-Politik an, die ändern das nicht und das ist doch total riskant und solche Themen würde ich, glaube ich, mitnehmen. Also ich würde, glaube ich, sagen, uigurische Zwangsarbeit ist ein Thema, obwohl mir das eigentlich gegen den Strich läuft, weil ich das Thema dann so ein bisschen abwürdige, irgendwie, was ich eigentlich nicht möchte. Aber ich glaube, es ist strategisch sinnvoll zu sagen, guck mal, aber auch wenn du jetzt nicht davon betroffen bist, aber du, wie die mit Leuten umgehen, vielleicht gehen die irgendwann auch mit deinen Leuten um. Ich habe auch letztens gelesen, dass immer weniger Leute zum Beispiel nach China dort, also Europäer oder auch Amerikaner dort arbeiten wollen. So, auf verständlicher Weise auch. Und ich glaube, solche Themen würde ich immer mehr anbringen. Oder auch zum Beispiel jetzt, wo Niedersachsen Wahlen waren, sagen, ja, aber VW, du weißt doch, das ist ein Unternehmen, da hat Niedersachsen auch eine Sperrminorität, 25%, soweit ich weiß. Das heißt, das ist auch britisches Unternehmer. Wie ist das denn? Wie steht denn dann auch eine Landesregierung da, wenn rauskommt, man hat, ist eine starke Menschenrechtsverletzung verwickelt? Das ist schon so. Ich sag mal so, es könnte natürlich auch ein bisschen mehr kritische Öffentlichkeit kommen. Das ist, ich glaube, es ist mehr geworden und es geht auch langsam in eine positive Richtung, aber ich glaube, vielen Leuten, die nicht direkt damit zu tun haben, also auch die nicht in der Politik sind, die jetzt nicht in Wirtschaftsverbänden sind, die einfach nur irgendwie Verbraucherinnen, Verbraucher sind, wie auch immer, ist es noch zu egal. Leider tatsächlich. Und ich verlange von niemandem, dass man sich jetzt detailliert damit beschäftigt, wie wir drei das jetzt getan haben und vielleicht auch viele von Leuten, die zuschauen. Aber das finde ich schon, dass der Einsatz da noch ein bisschen mehr sein könnte. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Verbindung von Themen ist, glaube ich, was zugeschnitten, auch auf denjenigen, ist meiner Erfahrung nach, was in der Kommunikation ein bisschen mehr bringt. Aber ich habe auch nicht so viel Erfahrung, Aska, wie du jetzt gemacht tatsächlich. Das möchte ich auch nicht behaupten von mir. Ja. Dankeschön. Aska, was würdest du erstmal einem Politiker sagen oder einer Politikerin und dann einer Vertreterin oder einem Vertreter der Wirtschaft oder der Solarindustrie? Okay, Vertreter von Solarindustrie, würde ich mal sagen, ob er also sich mitschuldig machen will, ob er also an den Verbrechen der chinesischen Regierung mitschuldig machen will, weil obwohl man weiß, dass dort wirklich also in ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vergangen wird und trotzdem man also mit dieser Regierung oder mit diesen Firmen, weil dort sind, keine Firma ist unabhängig von der Regierung, also keine Firma kann einen Finger bewegen, ohne dass die Regierung zu genehmigen. Deshalb also ich, wenn sie mit diesen Firmen zusammenarbeiten, die einen Verdacht besteht, dass eine Zwangsarbeit entwickelt ist, dann macht sich also wirklich mitschuldig.
Und das wird sie dann auch in der Geschichte, so eine schwarze Flecke, ob sie dann so in die Geschichte eingehen will. Und andererseits würde ich auch sagen, willst du oder wollen sie mit eigener Hand ein Ungeheuer zu schaffen? Weil das ist ja eigentlich, China wurde ja durch die westlichen Länder zu jetzigem Zustand gekommen. Also vor 20 Jahren, diese Sachen, was wir heute sprechen, haben wir auch vor 20 Jahren gesprochen. Aber damals hatten wir nicht so viele also Beweise, das waren nicht so viele Dokumente, das hat keiner also an uns geglaubt, also wir gesagt haben. Aber jetzt gibt es genügend Dokumente, genügend Beweise, Nachweise, dass es dort wirklich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht, dass dort eine Sterilisationspolitik geführt wird, dass dort eine Auslöschungspolitik geführt wird, das ist jetzt allem klar. Und wenn sie, man irgendeine Firma trotzdem mitarbeiten will, trotzdem also Beziehungen weiter pflegen will, dann macht sie mit schuldig. Und ein anderer Politiker würde ich sagen, jetzt ist also, es reicht jetzt nur zu reden. Machen Sie bitte also ernsthafte Schritte. Das sollen Sie also im Parlament, soll also in Deutschland besonders, soll die Uiguren-Sache nochmal debattiert werden und das muss als Völkermord anerkannt werden, wie die viele andere Länder wie England, Frankreich, USA, Kanada, Tschechei. Also 11 Länder, Niederland haben ja das als Völkermord anerkannt. Das sollte auch Deutschland machen. Das ist also höchste Zeit. Ja, das wäre gut. Das wäre wichtig. Es wäre auch wichtig, dass so ein Unternehmen, du hast es ja, oder Henrik, du hast es auch gesagt, Herr Weil wurde gerade wiedergewählt, das dann Niedersachsen ist Anteilseigner bei Volkswagen und da könnte deutlich mehr Druck kommen, auf jeden Fall. Da muss auch mehr Druck kommen. Zum Schluss, wenn ich mir herausnehmen darf, obwohl ich der Moderator bin, eine der letzten Fragen zu beantworten, die neue China-Strategie, was denn drinsteht, das weiß man nicht genau, aber die öffentlichen Aussagen aus dem Außenministerium, gerade von der Außenministerin, deuten darauf hin, dass es zumindest dem Außenministerium, das ja von den Grünen geführt wird, darum geht, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Auf den Ebenen wie den Vereinten Nationen gemeinsam mit gleichgesinnten Staaten die Herausforderung, die China auch im Systemmodell darstellt. Das heißt, dass die Kommunistische Partei gerade unter Xi Jinping ja auch das internationale Menschenrechtssystem umbauen will und nur noch das Recht auf Entwicklung und den Vorrang von souveränen Staaten gelten lassen will, dass man dem etwas stärker gegenübertreten möchte. Deutschland war auch einer der Sponsoren oder der Hauptunterstützer dieser Resolution, die leider vor ein paar Tagen knapp gescheitert ist. Und dass man China generell stärker als Rivalen, denn als Partner ansieht. Also die Aussagen, die es zumindest gibt aus dem Außenministerium, sind in den letzten Monaten relativ positiv, auch das, was im Koalitionsvertrag steht. Jetzt ist die große Herausforderung, und jetzt wird sich bald schon zeigen, wie weit es denn damit ist mit der deutschen China-Politik, denn in ungefähr 3 Wochen wird wahrscheinlich der Bundeskanzler, Sozialdemokrat, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, damals sehr für enge wirtschaftliche Verflechtungen mit China, hat er sich eingesetzt, wird er nach China reisen und es ist zumindest in den Medien, die geht man davon aus, dass er eine große Wirtschaftsdelegation mitnehmen wird. Und ob das jetzt angesichts der Wiederwahl von Xi Jinping als Generalsekretär zum dritten Mal ein gutes Signal ist, dass möglicherweise die deutsche Bundesregierung in Form des Bundeskanzlers diese kritischere Ausrichtung des Außenministeriums möglicherweise konterkariert. Also da sind alle sehr gespannt. Auch wir natürlich. Wir befürchten ein bisschen, dass Herr Scholz deutlich weniger kritisch ist gegenüber der Volksrepublik, als das Frau Baerbock und ihre Partei sind.
Also ich bin nicht Mitglied der Grünen, aber in diesen Fragen, genau wie in der Russlandpolitik, ist aus meiner Sicht, ich spreche jetzt nicht als Gesellschaft für bedrohte Völker, sondern als Hanno Schädler, die Grünen deutlich wacher und hellsichtiger schon früh gewesen. Auch natürlich, was die Frage des Ausbaus der Solarindustrie in Deutschland angeht. Das wurde ja auch vor allen Dingen von der Großen Koalition torpediert vor ungefähr 7 bis 10 bis 15 Jahren. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin sehr skeptisch, ob das Kanzleramt genauso kritisch und auch den Menschenrechten verpflichtet ist wie das Außenministerium. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren oder wäre auch natürlich dankbar, wenn Herr Scholz die Befürchtungen, die ich ihm oder die wir ihm und seiner bisherigen Politik gegenüber haben, uns dann doch Lügen straft und auch gegenüber Xi Jinping anspricht, dass die Verfolgung der Völkermord an den Uiguren endlich enden muss. Also da werden wir mal sehen. Aber ohne Druck aus der Zivilgesellschaft geht es auf jeden Fall gar nicht. Und zwei Vertreter haben wir heute kennengelernt. Der eine ist seit über 30 Jahren in Deutschland, hat hier dafür gesorgt, dass viele, viele Uiguren und Uiguren, die nach Deutschland geflüchtet sind, ein neues Leben aufbauen konnten, sich hier integriert haben, hier in der Politik mitmischen und gleichzeitig eben noch immer versucht er in der alten Heimat oder die Menschenrechtssituation in der alten Heimat zu verbessern. Asghar Can, vielen Dank, Asghar, auch für die langjährige Zusammenarbeit. Und der andere, Henrik Steiner, der uns ganz tolle, tiefe Einblicke, ich kenne mich auch mit dem Thema ehrlich gesagt gar nicht aus, in die Solarindustrie und die Verflechtung der Solarindustrie geben konnte. Wir hoffen, dass es in der Zukunft, auch in den nächsten Tagen und Wochen, gerade ist ja die Alternative Rohstoffwoche, mehrere Veranstaltungen noch dieser Art geben wird. Auf jeden Fall vielen Dank an euch beide, vielen Dank an das Publikum und damit würde ich um 20.35 Uhr die Veranstaltung schließen. Ich hoffe, alle Fragen konnten gestellt werden. Wenn nicht, dann googelt Henrik Steinert oder Asghar Can oder wir fragen, ob wir eure E-Mail-Adressen weitergeben dürfen und dann kann das Gespräch bilateral fortgesetzt werden. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an euch, an das Publikum für euer Interesse und wir wünschen euch viel Spaß bei den nächsten Veranstaltungen. Ja. Ciao. Danke. Danke für die Einladung. Danke. Das gute Gespräch heute. Vielen Dank. Finde ich auch. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Danke.